Hallo, hier ist wieder euer Knochenbaus-LP mit einem neuen Part von The Legend of Zelda, The Ocarina of Time. Wir haben letztes Mal Sachen gemacht, also wir haben zwei Schlüssel gefunden, die Labyrinthkarte und... ja. Und der Emulator ist abgeschmiert, das Gefühl, oder? Gut. Ich sollte mal aufpassen, ansonsten passiert das nochmal. Ja, wir haben... warte mal. Drei kleine Schlüsse gefunden. Die sind jetzt in einem... wir sind jetzt in dem vierten Raum, oder? Eins, zwei, drei... wir sind in dem... sechsten Raum sind wir. Und machen wir auch weiter, nur wir brauchen jetzt einen kleinen Schlüssel, wo ich nicht weiß, wo wir den herbekommen sollen. Oder warte mal. Doch, wir sollten den eigentlich so schnell wie möglich bekommen. Oder ich weiß es nicht mehr, ich kann mich halt nicht mehr so gut an den Tempel erinnern. Und das ist halt ein bisschen blöd. Ey. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Mano! Okay, dann müssen wir jetzt einen anderen Weg einschlagen. Er hat einschlagen gesagt. Ja, ja, ja. Hey, da unten ist etwas. Kommen wir da ran? Wie man immer sagt, no risk, no fun. Puh! Nein! Nein! Oh, Junge! Geh weg! Na, hat doch nicht so funktioniert, wie ich dachte, aber... man muss es ja probieren. Aber was ist denn da? Eine Tür, okay. Schon komisch. Gehen wir mal raus. Das sei ja etwas. Ja, du schon wieder. Geh weg. Jetzt bist du durch. Dankeschön. So, jetzt weiß ich aber auch nicht, wo wir überhaupt lang müssen. Das Blöde daran ist, wir haben keinen Kompass. Und das weiß ich halt auch nicht. Nee, wir sind, glaube ich, richtig. Weg. Ist hier gegen weniger. Nee, wir sind richtig. Jetzt kommt ein Kampf. Gegen Stahlfossritter. Ja. Ihr denkt euch jetzt, oh nein. Die sind auch voll schwer und so. Wer sagt denn hier was von schwer? Die sind überhaupt nicht schwer. Wenn man weiß, was sie machen und wie man reagieren soll, dann ist es. Dann sind sie eigentlich recht gleich. Ich kann es euch zeigen. Auch mit 2,5 Herzen wird das nicht so schwer sein. Ich meine, in den Vasen sind ja auch noch Herzen drin. Zur Sicherheit kann ich meine Herzen auffüllen. Ja, halt. Den Schild benutzen und dann im richtigen Moment zuschlagen und zack, schon ist er besiegt. Ey, das war jetzt aber wirklich doof. Ich habe mein Schild gezückt und er hat mich trotzdem getroffen. Aber gib mir ein Herz. Dankeschön. So, jetzt müssen wir ihn natürlich auch so schnell wie möglich besiegen, weil der andere kann wieder auferstehen. Und... na komm, geh weg. Ja. Hat funktioniert. Ja, ich wünschte, ich hätte ein eigenes Zimmer. Ja, egal. Bald würde es ja so sein. Oh, ich will zu wieder. Kleiner Schlüssel. Gut, dann halten wir jetzt unseren kleinen Schlüssel und jetzt werde ich ihn erstmal wieder heilen, weil das kann ja nicht wahr sein, dass ich hier mit 2,5 Herzen rumrenne und eine Fee gefunden, die wir eigentlich in eine Flasche hätten tun können, aber. Naja. Okay.
Das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Oder? Nein. Ignoriert einfach das Bellen im Hintergrund. Gut. Sind wir schon zum wievielten Mal? Zum dritten Mal? Ist mir eigentlich auch egal. So. Ich glaube, in den nächsten Raum, wo wir jetzt hingehen, da werden wir auch. Ja. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was uns im nächsten Raum erwartet. Ich habe diesen den Aufbau des Tempels vergessen. Das ist natürlich das Dümmste, was einem passieren kann. Aber das ist so lange her, dass ich das Spiel wieder gespielt habe. Auf einem Emulator, also auf meinem Handy. Das ist schon ein bisschen lange her. Also ich glaube so ein Jahr. Ja, ein Jahr. So. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Und vermeiden die Hand, die von oben herunterfällt. Ja, doch hier kriegen wir das Tempel. Das Dungeon-Item. So, also besser gesagt, ja. Oh! Hallo! Ah, ich will dich kriegen, Mann! Ja, lach nur. Werde ich schon noch kriegen. Es wird noch ein weiterer Kampf kommen. Ey. Gib's auf! Du hast keine Chance, Mann! Geh weg! Übrigens, wenn wir da runterfallen, kommen wir in den anderen Raum zurück, wo wir gegen die anderen zwei Stahlforce-Ritter gekämpft haben. Ich sollte mal einen Deutschkurs besuchen, ja. Deutschunterricht. Dafür hat man ja den Deutschunterricht. Aber naja. Das kommt durch das Kommentieren, wenn ihr fragt. Also. Da kann man sich halt mal versprechen. Also wenn man zu viel kommentiert, kann es halt mal sein, dass man sich im Let's Play verspricht. Das ist normal. Das würde euch auch passieren, wenn ihr natürlich einen Kanal habt und Let's Plays. Dann wisst ihr, wie das ist. Oh, ey, schön verfehlt hat er. Und schon wieder. Na, auf eine Sprungattacke zu. Ne? Hat sich zu weit. Jetzt müssen wir den anderen schnell besiegen. Visieren. So. Na los, greife an. Du hast keine Chance, Mann. Na los! Junge! Nein! So, oh! Nein, jetzt habe ich die Chance verpasst, zwei Schläge zu verpassen. Komm, nochmal! Geht doch! Mann! Das war doch gar nicht so schwer! War's auch nicht. So, hier kriegen wir das Dungeon-Item. Von diesem Tempel. Ich glaube, das Auge sollte es schon also die ganzen Augen hier in dem Tempel sollten schon verraten. Es ist der Feenbogen. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auch bla 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 setzen. Drücke diesen komischen gelben Knopf mit dem C drauf, um den Bogen zu benutzen. Halt sie los, und ziele mit den Circle Pad, ja. Lass sie los, um Pfeile abzuschießen. Okay, dann rüsten wir ihn so gleich mal aus. Und gucken, wie er so ist. Jeder, der Zelda gespielt hat, müsste den Bogen kennen. Wen nicht kennt, den werde ich ihn demonstrieren. Gut. Damit können wir jetzt diese Geister abschießen. Und ja, Augen halt. Oh, da ist einer. Nochmal ein bisschen weiter weg.
Natürlich verschwindet. Natürlich verschwindet er. Wo ist er denn? Da oben. Da oben ist er. Da ist er. Da. Und jetzt. So. Ja, er wäre hinter uns. So, jetzt müssen wir uns an die Wand stellen. Sonst verschwindet er. So. Er kann nur noch in dem anderen Bild sein. Nämlich da unten. So. Jetzt komm raus. Du feiges. Du feiges etwas. So. Das ist aber auch so heiß. So. Es gibt auch einen kleinen Trick, wie er sich wieder sichtbar macht, also schneller sichtbar macht. Na los, komm, gib auf. Du bist schlecht. Einfach vor ihm stehen und das Schild benutzen und dann. Ja. Müsste halt nicht warten, bis er seine Attacke vollführt hat und dann dauert es halt etwas länger. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Ein Schlag, dann ist er weg. Na los, komm. Mit etwas Glück glitscht er sich ja vielleicht in die Wand. Ja, doch nicht. Ein Schlag fehlt noch. Na los, komm. Und die Fackel entzündet sich. Na, was kriegen wir jetzt? Ich vermute Pfeile. Oh, das ist ein kleiner Schlüssel. Weil in manchen Truhen findet man halt auch Pfeile und... Ja, wollte ich halt nur mal gesagt haben, ne? Wer jetzt fragt, wieso vermutet er denn da Pfeile? Bogen und Pfeile und... Ja. So, jetzt kann ich euch auch mal was zeigen. Was wir eigentlich schon machen können. Ich glaube aber auch, dass hier ist der letzte Schlüssel. So, jetzt können wir aber auch leichter euch besiegen. Tschüss. Und... doch nicht. Ich dachte, ich wäre mit einem Schuss tot. Egal. Sonst können wir nämlich diese Augen hier aktivieren. Und jetzt wird der Raum wieder eben. Also wieder gerade. Okay. Können wir uns jetzt auch eigentlich schon den Masterschlüssel holen, weil da unten ist, die Master-Truhe. Ja, so einfach geht's. So schnell kriegen wir ihn schon. Wir haben den Master-Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du endlich jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. So, jetzt können wir aber auch nicht mehr... Doch, wir können zurück. Hand schon wieder. Was passiert eigentlich, wenn uns die Hand erwischt? Die bringt uns wieder... am Anfang so. Nein! Oh, maledeit, wir hätten sie jetzt noch erwischen können. Ich will die jetzt besiegen. Gib mir dein Geld. Da. Komm her. So. Gib mir all dein Geld. Dankeschön. So, jetzt können wir auch eigentlich schon zurück. Aber da unten ist auch noch was. Soll ich schon da runtergehen? Ja. So. Los, komm her. So. Das ist doch nicht wahr. Ich habe mein Schild gezückt. Das war doch kein Treffer. Jetzt komm her. Nein, ich will dich analysieren. Eine blaue Knochenfratze.
Mann. Erst kommt einer rein, jetzt ist der Akku fast leer. Was passiert noch? Der Thermulator stürzt wieder ab. Egal. So, weiter geht's. Ey, nicht um die Ecke. So. Was ist das? So, da ist er nicht. So, jetzt haben wir zwei Türen. Einmal die hier und einmal die hier. Eine ist böse, also gehe ich hier rein. Mann, diese Hunde. Okay, hier kommen wir zurück. Ich glaube, bei der anderen kriegen wir etwas. Nämlich wir kriegen es nochmal mit einer Hand zu tun, nämlich so einer. Und wenn wir sie besiegt haben, kann sie sich halt aufteilen. Und wenn einer dieser Hände uns angreift mit dieser grünen Attacke, also was die Hand da gemacht hat, sie wird grün und dann können wir sie halt nicht mehr besiegen. Und mit dieser Hand hatte ich richtig viele Probleme, weil einer der kleinen Hände hat mich immer gepackt und dann wurde sie größer und ja. Das ist natürlich richtig blöd, wenn du dann drei große Hände vor dir hast. Aber naja, wir haben den nächsten kleinen Schlüssel erhalten. Na, wozu der jetzt zu gebrauchen ist? Wo war denn überhaupt noch so ein verschlossener Raum? Das weiß ich gar nicht. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Müssen wieder in den Raum, wo wir gegen Stahlfrostritter gekämpft haben. Und ich sage schon, der Part ist wieder mal zu Ende. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.